Hier ist uns eine Parabel in der Scheitelform gegeben. Woran erkennen wir das? Wir haben hier ein Binom und irgendeine Zahl, die dazu addiert oder subtrahiert wird. Denn allgemein lautet die Scheitelform ja, y ist gleich a mal, Klammer auf, x minus xs zum Quadrat plus ys. Und das sieht ziemlich identisch aus. Was heißt das? Also hier ist uns die Parabel anhand ihres Scheitelpunktes dargestellt. Also wir können hier direkt ablesen, unser Scheitelpunkt liegt an der Stelle 3--2. Das a hier in diesem Fall ist gleich 1. Das bedeutet wie nur, dass, das bedeutet, dass wir eine Normalparabel haben, die nach oben geöffnet ist. Also 1, Normalparabel, und da die 1 positiv ist, ist sie nach oben geöffnet. Und nun könnten wir diese Parabel zum Beispiel ganz einfach zeichnen. Wir nehmen ein Koordinatensystem, zeichnen uns erstmal den Scheitelpunkt ein, der liegt ja bei 3--2, das wäre S, und an diesen Punkt können wir unsere Schablone legen und ganz einfach zeichnen. Klar, immer überprüfen, was für eine Parabel liegt vor, nach oben oder nach unten geöffnet, in diesem Fall nach oben geöffnet. Ich gehe anders vor, das heißt, ich gehe um eine Einheit nach rechts, die quadriere ich, das ergibt wieder 1, also müsste ich hier sein, gehe ich um zwei Einheiten nach rechts, das quadriert, ergibt 4, das bedeutet, ich müsste um 4 Einheiten nach oben, 1, 2, 3, 4. Gehe ich um eine Einheit nach links, hätte ich die minus 1, minus 1 im Quadrat ergibt plus 1. Gehe ich um zwei Einheiten nach links und quadriere dies, erhalten wir 4, also ich gehe um 4 Einheiten nach oben, verbinde diese Punkte und wir hätten die Parabel gezeichnet.